hier irgendwie... Ah, die Parallelkatakomben oder die anderen Katakomben, die sind ja jetzt nur hier durch diesen, was auch immer, Tunnel verbunden. Sekunde. Und hasta la vista. Und ein dritter Schlag. Sehr schön. Damit hätte ich die Borg-Leute auch ganz gut erledigt. Okay. Da oben ist der... Da ist der grüne Punkt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Richtung, die ist am nächsten dran. Von daher... Oh. Oh. Wo ist das Mistvieh? Ah, da oben sind die Mauergreifer. Das Problem ist nur, ich müsste die alle irgendwie... Ach Gott, laufe ich eben. Ah, sie greifen doch nicht an. Darauf hätte ich jetzt eher gesetzt. Da sind ja noch Assassinen. Was machen denn Assassinen noch hier? Mein Schwert geht schneller. Da sind die... Upsala. Da sind die ein bisschen anfälliger für. Gut. Was haben wir hier? Noch ein paar alte Köpfe. Die können wir alle... zerschlagen. Und jetzt die Frage... Ah, da hinten ist noch was. Ansonsten... Oh, Moment. Da. Dukaten noch einmal. Schön. Dann werden wir uns jetzt wohl mit diesen Mauergreifern auseinandersetzen müssen. Da war ja... meine Mondklinge ganz gut. So. Auch immer die jetzt gerade nicht angreifen. Okay, sie greifen also doch an. Nur ist die Frage, wann und wo. Okay, der hat mich erwischt. Blöderweise. Treffe ich die nicht? Kommt her. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Eine Sekunde. Ich hatte doch... Ah, ja. Da war was. Ich kann die auch so angreifen. Ah, das war Blocken, okay. Was? Ah, stimmt, das eine ist ja so ein Multi-Angriff, der auf andere überspringt. Jetzt wollte ich nochmal kurz gucken, ob die vielleicht weiter nach unten gefallen sind. Also die Angriffe... Oh, da ist eine Truhe, schön. Die Angriffe sind doch recht praktisch. Den Brackläufer habe ich noch gar nicht durchsucht. Und eventuell, je nachdem... Oh, da ist sie. Aha, okay. Gut, wenn ich jetzt hier unten drunter durchschwimmen kann, können sollte, was ich glaube ich gerade nicht kann, hätte ich die auch noch durchsucht. Aber anscheinend ist das irgendwie nicht möglich. Schade, ich hätte noch das Leder gern von denen gehabt, aber... Was soll's. So, jetzt noch mal ein Schloss knacken. Rot, blau, grün, blau, rot,
Blau, grün, blau. Bisschen schneller als die. Ja. Und damit haben wir die Truhe geöffnet und da haben wir goldenen Kerzenhalter, goldenes Geschirr und 40 Dukaten noch dazu. Was im Endeffekt dann schon dreimal so wertvoll war, wie das, was ich für die Medizin bekommen habe. Aber dadurch hat sich auch mein Ruf ein wenig gebessert. Und das ist ja auch immer was wert. Von daher geht das schon klar. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in Richtung meines grünen Punktes, der mich da irgendwie ruft. Und ich sehe gerade recht wenig. Ein Lektor. Ah, ich sehe etwas. Hallo, lieber Lektor. Damit bist du Geschichte. Oh, noch mehr von denen. Oh, den zweiten hätte ich beinahe mit erwischt. Okay. Eine Sekunde, bevor ich hier komplett im... Ah, schon besser. Ich habe mal bei mir das Licht ausgemacht. eine Lampe nehme ich mal in die Hand. Ach nee, Moment, die muss ich ja auf irgendein Einsatzteil setzen. Sekunde, Q. Gehe ich nochmal auf Q. Dann nochmal I. Die Laterne kommt auf 3. Und ich habe eine Laterne in der Hand. Juhui. Oh, ich sollte vielleicht meine Waffe wegstecken. Und ich betrete die Krypta. Was jetzt nicht unbedingt... Oh, da ist ein Skelett drin. Ich hätte es schon ahnen können. Ist jetzt die... Wow, da sind ja noch Muskeln dran. Ho, 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 ho. Nicht viele. An der Hüfte sind ein paar. Und an den Oberarmen. Schickes Schwert. Und das willst du jetzt blocken, oder wie? Habe ich mir gedacht. Hey, ich wollte dir schon sagen. So. Dann noch den Topf. Und wenn du nochmal deine Richtung schlagen würdest, danke. Auch nochmal den Topf. Mach ich das nochmal aus? Ah, ich erkenne es auch so. Warum auch immer vorher nicht. Da waren noch Dukaten. Und... Ah, Schwert des heiligen Antonius. Schön. Ja, aber es ist beschädigt. Das ist natürlich blöd. Allerdings haben wir jetzt hier noch eine Truhe. Grün, blau, grün, blau. Was? Grün, blau. Ja, so einfach geht's. Tja. Ah, 16 Dukaten. Da war in der Kiste. Nee. 15 Erfahrung. Und wo sind die 16 Dukaten? Naja, was soll's. Wollen wir doch mal sehen, was uns hier erwartet. Hier ist auf jeden Fall noch einmal ein Dämmerginster. So. Gut. Zur Kathedrale will ich da schon hin. Gute Frage. Will ich hier schon hin? Nein, noch nicht. Jetzt weiß ich zwar, wo es zur Kathedrale geht. Aber, nein. Oh, Mist. Okay, merk dir, wo du lang gehst.
Okay, okay. Nicht durch die Mauerbruchstücke. Die andere Richtung. So, das sieht doch schon besser aus. Dann geht's jetzt zurück. Und ich würde sagen, gegen den gegenüberliegenden Weg könnten wir auch nochmal lang gehen. Der, wo wir gerade eben kurz reingeflüchtet waren. Vor den Mauergreifern. Ist nur die Frage, was hier hinter dann ist. Jetzt erstmal wohl. Da steht auf jeden Fall ein Lektor. Was sehr interessant ist vom Namen her. Denn ein Lektor ist eigentlich ein Lehrer. Jeder, der irgendwie studiert oder so, wird das wissen. Und vielleicht auch schon vorher. Ja. Der Lektor ist der Lehrer. Heißt auch oft Tutor. Naja. Okay, hier sind schwebende Lichter unterwegs. Mal sehen, was wir hier finden. Oh, da ist eine Truhe. Aber wieder nur ein Schloss. Blau, rot, grün, blau. Blau, rot, grün, noch einmal blau. Sehr schön. Oh, jetzt kann ich allerdings meine Uhr nicht mehr sehen. Okay. Ja, ich muss gleich aus technischen Gründen eine Pause machen. Nicht irgendwie, weil meine Festplatte sonst voll ist oder sowas. Nein, es geht darum, dass ich die Folgen noch möglichst schnell rendern muss, da ich keine mehr habe. Das heißt, guck mal eine an. Ich brauche die Folgen bald. Gelb, rot, grün, blau. Also ich brauche die Folgen übermorgen. Und deswegen müsste ich die möglichst schnell rendern. Und da geht eine halbe Stunde schneller als eine Stunde. Das sollte ja klar sein. Deshalb gleich die kurze Pause. Aber erstmal können wir noch... Ach was, 2 Minuten laufen wir noch durch die Gegend und dann ist auch wieder gut. Aha, hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Dämmerginster und nochmal Dämmerginster, nehme ich an. Ja, ist ja dunkel hier. Und hier kommen wir raus ins Wasser. Schön. Ach, wisst ihr was, wir machen einfach noch, wir beenden einfach noch den Auftrag, bringen das Schwert zu seinem Bestimmungsort. Okay, und jetzt müssen wir hier ins Wasser und da aus der Luke raus. Genau, dann bringen wir das Schwert mal zu seinem Bestimmungsort, zum Gilde des Heiligen Siegels. War da nicht mal was? Und dann werden wir ja sehen, was wir dafür bekommen. Wahrscheinlich dürfen wir das Schwert behalten oder wir bekommen es repariert oder wir werden es reparieren. Mal gucken. Oh, der Punkt ist unbewegt. Ah, ja, okay, klar. Der Punkt ist unbeweglich, weil er am Tor stehen bleibt. Natürlich, natürlich. Wo denn auch sonst? Naja. Also gut, dann wollen wir mal das Schwert abgeben. Wobei ich dann echt gespannt bin, wie es dann weitergeht. Weil wir haben ja jetzt bereits das Schild und jetzt das Schwert. Ob wir jetzt noch die Rüstung von ihm finden sollen, das wäre natürlich interessant. Denn Rüstung kann man immer gebrauchen. Vor allem eine, die besser ist als die aktuelle. Nur so als Gedankenanstoß. Ach ja. Mal sehen. Vielleicht kriegen wir auch eine ganz unwichtige Aufgabe. Wer weiß. Wichtig, unwichtig. Im Wechsel.
jetzt zwei wichtige Missionen erfüllt, dann kommt was ein paar unwichtige. Mal gucken. Vielleicht geht es auch gerade wieder richtigen mit einer weiteren wichtigen Aufgabe weiter. Hallo, Gildenmitglied. Schönen Tag noch. Ui, Gildenmitglied, der macht sich ja richtig Mühe. So viele Leute werden ja wohl im Orden nicht sein, oder? Naja. Dann wollen wir mal unseren Chef finden. Wo auch immer der sich gerade rumtreibt. Chefe, Chefe. Ja, wahrscheinlich wieder in seinem Büro. Ich weiß nicht. Er wird wieder in seinem Büro sein. Und das Büro ist natürlich am weitesten vom Eingang entfernt. Damit man auch ja alles sieht, bevor man vor den großen Meister tritt. Ach, was, Kampfhalle ist er. So. Ich hoffe, dein Auftrag ist auf einem guten Weg. Ich habe das Schwert zurückgewonnen. Du bist wirklich furchtlos. Und dein Zorn muss größer sein als die Wut der Toten. Die Legenden berichten, dass das Schwert zerstört wurde, als Lord Peter mit seiner Axt draufschlug. Lord Peter war ein brutaler und machtzerfressener Fürst, und er hat den Tod durch die Klinge verdient. Wir werden dieses heilige Objekt auf seinem Sarkophag ablegen. Eine Schande, dass es vor langer Zeit zerbrochen wurde. Nimm deine Belohnung. Wenn du uns wieder helfen möchtest, lass es mich wissen. Oh, wir bekommen gar nicht das Schwert. Willkommen zu Hause. Was kann ich für den Orden tun? Mist. Es gibt noch ein weiteres heiliges Objekt, das nach deiner Aufmerksamkeit verlangt. Finde nun den Helm von St. Antonius. Es heißt, sein Dieb sei vor langer Zeit im Arsenalbezirk verstorben. Nimm diesen Schlüssel zur verfluchten Gruft. Viel Glück. Okay, dieses Mal kommen wir ohne Probleme an den Gegenstand ran. Allerdings ist der im Arsenalbezirk und da kommen wir noch nicht ran. Nun gut. Dann gehe ich einmal vor die Tür. Und dann speichere ich und mache die kurze Pause, von der ich gesprochen habe. Und dann geht's gleich auch weiter. Oder in der nächsten Folge, besser gesagt. Denn es sind ja jetzt zwei Folgen, die ich aufgenommen habe. Deswegen, ja, gehe ich vor den Orden. Vor den Orden. Speichern. Ah, das Wassertor da. Das darf ich nicht überspeichern, genau. Stufe 9. Nee, äußerer Bezirk. Wie auch immer. So, ja. Das will ich überschreiben. So, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.